Нет, в Килгоре. Нет следа. Нет. Накал из Киева. Пушкин, сообщили. Да. Meine Männer werden ihn finden. Gut. Ich gehe kurz pissen. Wieder. Reicht es jetzt? Sie haben meine volle Aufmerksamkeit. Ich kann immer weitermachen. Stein für Stein, Dollar für Dollar, Leiche für Leiche. Oder Sie rufen Ihren Boss an und sagen ihm, er soll seine Geschäfte hier dicht machen. Noch heute. Kein sehr verlockendes Angebot. Ein besseres kriegen Sie nicht. Wer um Regen betet, muss auch den Matsch verkraften. Wenn Sie mich ansehen, was sehen Sie? Die Antwort ist nichts. Ich empfinde nichts für Sie, weder positiv noch negativ. Sie sind ein Stofffetzen oder ein Schraubverschluss. Sie sind bloß ein Ding, das man wegschmeißt. Ich kannte einen russischen Polizeikommissar vor einiger Zeit. Er erzählte mir von einem besonderen Fall. Ich weiß nicht mehr, wie der Kerl hieß. Er war ein bekannter Akademiker, lebte in Moskau. Er war ein Menschenfreund, ein Schriftsteller. Wie auch immer. Er beschloss, seinen Reichtum zu teilen mit jemandem, der nicht so viel hat. Und obwohl er 5 wunderbare Kinder hatte, öffnete er sein Heim einem 6. Einem Waisenjungen, 12 Jahre alt. Ein Kind, das schon von klein auf unter dem System gelitten hatte. Er war verstört. Oft gewalttätig. Ein hoffnungsloser Fall. Sie kennen die Geschichte? Ich höre Ihnen gerne zu. Okay. Also dieser gute Mann gab dem Jungen ein neues Zuhause. Und als der Junge ihn beklaute, liebte ihn der gute Mann trotzdem. Als der Junge in der Schule versagte, zeigte der gute Mann Verständnis und viel Geduld. Auch wenn der Junge log und betrog und kratzte und kämpfte, zeigte dieser gute Mann noch Mitgefühl und Liebe. Und der Junge, der sich noch niemals gewollt und noch weniger geliebt gefühlt hatte, tat es endlich. Der Mann war zu ihm durchgedrungen. Allem Anschein nach ein Wunder. Eine Woche später verschafften sich Einbrecher Zugang zum Haus, töteten den Mann und seine Frau im Bett. Es heißt, nur kleine Dinge wurden dabei gestohlen. Dinge, die ein Kind stehlen würde. Niemand weiß, was wirklich geschah. Die Kinder des Mannes wurden zu Verwandten gebracht, aber den Jungen brachten sie zurück in die Hölle. Gerade als er die Chance auf ein gutes Leben bekommen hatte, wurde sie ihm von 2 Kugeln genommen. Eine sehr bekannte Geschichte. Wurden die Täter je gefasst? Wurden sie? Vielleicht wurden sie am falschen Ort gesucht. Manchmal hast du die Antwort direkt vor deinen Augen. Я думаю, мальчик. Йо Билл. Ja, ich glaube, der Junge war's. Ich glaube, der Junge hatte Angst, dass seine Pflegeeltern eines Tages aufwachen und merken würden, dass er die Mühe nicht wert wäre. Wie all die anderen. Und er hätte nicht verkraftet, dass dieser Mann, dieser gute Mann, ihm das antun würde, ihn einfach wegschmeißt. Wie ein Stofffetzen oder ein Schraubverschluss. Also beschloss er, es nicht herauszufinden. Was denken Sie, Nikolai? Sie glauben, Sie kennen mich. Sie wirken auf mich wie ein sentimentaler Mann, Mr. McCall. Das überrascht mich. Ich verfüge nicht über so einen Chip. Ich habe nie verstanden, was einem Gefühle dieser Art bringen, abgesehen von Schwäche. Die Männer, die tot sind, ihre Männer. Ich gab ihnen die Wahl. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Ich gebe ihnen die Möglichkeit, ihre zu treffen. Vielen Dank. Gern geschehen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Aber ja. Ich
Ich habe in meinem Leben ein paar schlimme Dinge getan, Nikolai. Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe jemandem, den ich liebe, versprochen, dass ich niemals wieder dieser Mensch sein würde. Aber für sie mache ich eine Ausnahme. Sie haben mich gefragt, was ich sehe, wenn ich sie ansehe. Was sehen Sie, wenn Sie mich ansehen?